In Darup bleibt der Landgasthof erhalten und das ist eine mega Erfolgsgeschichte. Andere Gaststätten in ländlichen Bereichen tun sich da schon mal schwerer, wie zum Beispiel das Angerichtet in Neuöttingen. Alexandra und Robert hatten große Schulden und das Ganze stand so ziemlich auf der Kippe. Wie es ihnen heute geht, das zeigen wir euch jetzt. Neuötting in Oberbayern. Hier betreiben Robert und Alexandra Gierig ihr Landgasthaus, das Angerichtet. Die aktuelle Lage macht dem Wirtepaar zu schaffen. Wir wissen halt nicht, was passiert, wenn die Energiekrise noch weiter steigt. Natürlich legt man da schon in Sorge, was kommt im Frühjahr, wie weit geht es noch, was kommen noch an Erhöhungen auf uns zu. Um das Lokal am Laufen zu halten, soll der Gastraum heute voll werden. Auch Catering bieten die Gierigs mittlerweile an. Zwei Bestellungen muss Wirt Robert am Nachmittag ausliefern, ob alles gelingt. Im März 2021 steht das Landgasthaus Angerichtet noch vor viel größeren Problemen. Seit 2 Jahren erfüllen sich die Wirtsleute Robert und Alexandra hier den Traum einer eigenen Gaststätte. Ja, unsere Idee war gut bürgerlich, bodenständiges Essen. Und das war eigentlich immer schon unser großer Traum, dass wir selber was auf die Füße stellen. Doch nach der Übernahme kommt das böse Erwachen. Das Lokal ist in einem katastrophalen Zustand. Als das Restaurant endlich öffnet, bleiben Gäste und Einnahmen aus. Das Ehepaar ruft Frank Rosin zur Hilfe. Ich sag mal, diese Gaststätte ist schon sehr, sehr eigen, wenn ich mal sehr, sehr vorsichtig bin in der Charakterisierung dieser Geschichte. Schlimmer geht's nicht. Am Rande der gesundheitlichen Fähigkeit weiterzumachen, am Rande der finanziellen Fähigkeit weiterzumachen. Ich brauche Hilfe. Robert soll dem Sternekoch beweisen, was er kulinarisch zu bieten hat. Der 51-Jährige ist gelernter Metzger und Koch, hat zuletzt aber 30 Jahre im Sicherheitsdienst gearbeitet. Ist er trotzdem noch fit am Herd? Was machst du jetzt? Teufelssoße. Bitte? Teufelssoße. Ketchup, Mayo? Ja. Und die machst du warm dann? Ja. Genau, weil sonst hast du einen warmen Toast, kalte Soße, das passt nicht. Boah, was, ey, das ist ja. Ja? Boah! Das sind ja die Cholesterin-Open, immer. Da musst du ja sofort. Das Gericht kannst du ja nur mit dem Internisten bestellen. Boah! Was ist das? Knoblauch wieder, ne? Ja. Vorsicht um mich! Lustig, ne? Ich find's extrem lustig. Weil wenn man so eigenartig kocht, ne, dann ist das schon wieder geil. Weil das steht in keinem Lehrbuch. Am Ende des Tages muss es schmecken, ich bin gespannt. Los geht's mit Kaiserschmarrn. Das schmeckt überhaupt nicht. Boah, guck mal hier. Zwiebeln. Und nochmal. Alles Zwiebeln. Ich weiß, das ist jetzt unkommod, wenn ich das so sage, aber wenn ich das esse, ja, dann kann ich so einen Wochenendballon, mit dem man über das bayerische Voralpengebiet fliegen kann, voll furzen. Uah. Das ist heiße Mayo. Heiße Mayo mit Ketchup und so. Das ist wohl das ungesündeste Essen, was ich jemals vor mir stehen hatte. Das kann man nicht verkaufen. Frank Rosin will Roberts Kochwissen auffrischen. Hausmannskost-Klassiker wie Kaiserschmarrn sollen auf der Karte bleiben, aber so zubereitet, dass sie endlich genug Gäste ins Restaurant locken. Denn bisher reichen die Einnahmen kaum zum Überleben. Sehr gut. Ausgezeichnet. Merkst du das, was da stattfindet? Der Crunch ist auch da. Wie auf einmal die Backwelt aufgeht in deinem Mund. Und was sagen die potenziellen Gäste zu Roberts neuen Gerichten? Das ist richtig gut. Fantastisch. Am Ende zeichnen die Testesser das Angerichtet mit 5 von 5 Sternen aus. Sind Robert und Alexandra endlich auf dem richtigen Weg? 4 Monate später sind wir zurück im Angerichtet. Die Gierigs haben sich die Kritik des Sternekochs zu Herzen genommen.
Früher waren wir einfach ein bisschen kopflos, muss ich ehrlich sagen. Aber man lernt aus der Erfahrung. Und wenn wirklich jeder weiß, was zu tun ist, sage ich mal, geht es viel einfacher. Um mehr Gäste anzulocken und die Einnahmen zu steigern, bieten die beiden seit kurzem am Wochenende ein Frühstück an. Natürlich mit hausgemachten Spezialitäten. Das selbstgebackene angerichtete Brot. Dann haben wir noch Reservierung für Kommunionfeier und unser Frühstück, das ja auch immer besser angenommen wird. Haben wir gute Dinge, dass wir einen schönen Umsatz machen. Unser Ziel, was wir bräuchten, sage ich mal, wären 700 Euro. Das ist natürlich hochgegriffen. Um das zu erreichen, müssen die Gehrigs ihre Gäste überzeugen. Mit Geschmack und Frische, aber auch mit Optik. Denn das Auge ist schließlich mit. So, und so sieht jetzt unsere Eierspeise aus. Geht recht schnell und kommt aber recht gut an bei den Gästen. Sehr gut, bin sehr zufrieden. Schon alleine so, wie es eben angerichtet ist, ist es ja wahnsinnig ansprechend, auch super lecker. Alles andere als super lecker fand Sternekoch Frank Rosin den Teufelstoast mit Roberts Soßenkreation aus Ketchup und Mayonnaise. Aber warum steht das Gericht immer noch auf der Karte? Es ist eigentlich das meistverkaufteste Gericht bei uns von der Karte. Denn die Gäste lieben den teuflischen Toast. Das ist die beste Sauce vom Teufelssoße, die ich jemals gegessen habe. Also wirklich. Die Teufelssoße hat schöne, leichte Schärfe. Geschmacklich super. Die hat es früher auch schon gegeben. Ja. Ich bin auch ganz froh, dass die immer noch auf der Karte ist. Weil das ist eigentlich eins von meinen liebsten Sachen. Dank Teufelstoast und frischer Küche läuft das Geschäft endlich. Aber schafft es das Wirtepaar heute, die benötigten 700 Euro einzunehmen? Heute ist richtig Bombe gewesen. Unser Tagesziel, das wir uns für heute gesetzt haben, haben wir verdoppelt. Alexandra und Robert sind endlich auf dem richtigen Weg. Aber ist der Erfolg von Dauer? 1,5 Jahre später sind wir zurück im Angerichtet im oberbayerischen Neuötting. Um 16 Uhr öffnet das Gasthaus. Und in der Küche sind die Vorbereitungen für das Abendgeschäft in vollem Gange. Was liegt jetzt heute alles an? Also machen müssen wir noch Kaspresknödel, Semignödel, Gorgonzola-Sauce, Champignonsauce, Kaiserschmarrn und die Platten müssen wir noch legen. Mhm. Bronzsauce steht schon. Mhm. Und ja. Dann fange ich mit den Platten an, oder? Genau, ich schneide die Wurst auf und du machst es schön, weil ich kann es nicht. Gell? Gut. Wie ist es den beiden in den letzten 1,5 Jahren ergangen? Als die Corona-Lockerungen dann kamen, seitdem ist in einem Bereich, wo wir sagen, damit kann man leben. Aber die Energiekrise ist schon momentan wieder so ein Damoklesschwert, das über uns und der ganzen Gastronomie schwebt. Wir müssen auch leider momentan im Gastzimmer die Temperatur ein bisschen senken. Es ist einfach, es sind Riesenkosten, die da sind. Aber wir haben ganz liebe Gäste, die das schon verstehen. Die steigenden Kosten müssen Robert und Alexandra mit höheren Einnahmen kompensieren. Und so haben sie ihr Angebot erweitert. Wir haben heute eine Bestellung von kalten Platten. Einmal Schnitzelplatte und einmal eine Wurst- und Käseplatte. Und die bereiten wir jetzt vor, dass wir die dann unseren Gästen liefern können. Mit einem Catering-Angebot wollen sich die Gehrigs eine zweite Einnahmequelle aufbauen. 15 Euro pro Person berechnen sie für die kalten Platten. Solche Caterings sind natürlich auch nochmal für unser Zusatzgeschäft. Und natürlich versucht man, dass man so viel wie möglich da mitnimmt. Auf Wunsch gibt es die Platten auch mit Schnitzel, Backhindel, kaltem Braten, Kartoffelsalat und Kürbiskernaufstrich. Das Catering-Geschäft ist gut angelaufen, doch die Sorge vor ausbleibenden Gästen bleibt. Wir müssten unsere Preise noch mal neu kalkulieren und wir haben auch versucht, Kompromisse zu finden. Wir haben jetzt das Schnitzel nicht mehr klassisch mit Pommes, sondern mit Kartoffelsalat. Und wenn der Gast Pommes will, muss er 1,50 Euro Aufpreis bezahlen, um dann Pommes zu bekommen wegen dem Öl. Damit die Gäste trotz der gestiegenen Preise und eines kühlen Gastraums ins Angerichtet kommen, müssen Robert und seine Küchencrew ihnen einiges bieten. Zum Beispiel ein Gericht nach dem Rezept von Frank Rosin. Ich mache
mache jetzt an Frank seine berühmte Schwammerlsoße, die wo man gelernt hat. Denn mit der eigenen Version einer Champignon-Rahmsoße konnte Robert den Sternekoch nicht überzeugen. Wie macht ihr die? Leichte Mehl, einschwitze, sag ich mal, Champignons. Frische Champignons? Nein, Tico. Gefrorene. Tico. Frank Rosin zeigte ihm, wie man es richtig macht. Zum Beispiel mit frischen Pilzen. Die Röstaromen, das ist bei deinen Pilzen nämlich nicht möglich. Du holst sie aus dem Gefrorenen, gibst sie einfach in die Milch rein und das war's. Frank Rosin flambierte die Pilze mit Weißwein und verlieh der Soße ein besonderes Aroma. Gut bürgerlich. Und lecker. Und dieselben Lebensmittel, die du gehabt hast. Ja. Wir haben so eine Standardkarte, die wir immer haben. Und jedes Monat drei Sachen wechseln wir aus. Also im Januar haben wir Kalbsleber Berliner Art mit Äpfel, schön kross angebraten. Dann haben wir auf Kundenwunsch von den Gästen, die wünschen sich Tiroler Gröstl. Und einen Zwiebelrostbraten haben wir noch zusätzlich mit dazu. Robert hat seine Kochleidenschaft wiederentdeckt. Die neuen Gerichte kommen bei den Gästen gut an. Und Frank Rosins Pilzsoße ist von der Karte nicht mehr wegzudenken. Genauso wie ein anderer Klassiker, den der Koch jeden Tag frisch anrührt. Jetzt muss ich noch die geniale Teufelssoße machen. Pro Woche stellt Robert mittlerweile über 60 Liter Teufelssoße her. Hinein kommt neben Weinbrand, Curryketchup und Mayonnaise auch seine eigene geheime Gewürzmischung. Und wie hat der Frank so schön zu mir gesagt, und wie willst du das jetzt durchrühren? Das zeige ich euch. Genauso unkonventionell wie die Soße ist auch die Konstruktion des Rührstabs, Marke Eigenbau. Natürlich gibt es eine Maschine dafür, aber die kostet weit über 600 Euro. Und meine Bohrmaschine tut es auch. Die Nachfrage nach der teuflischen Soße ist inzwischen so groß, dass die gierig sie in kleine Gläser abfüllen und für 3 Euro pro Stück verkaufen. Was Frank Rosin wohl dazu sagen würde? Der Frank wollte die Soße nicht haben, aber diese Soße ist bei uns in der Gegend einfach ein Kultessen. Und es verstehen viele Gäste nicht, warum der Frank die Soße nicht mag. Und wenn man das in einem gutbürgerlichen Lokal nicht auf der Karte hat, dann ist es hier eher schon so, dass die Gäste das vermissen würden. Im Winter verkaufen Alexandra und Robert die Soße zu Raclette und Fondue. Im Sommer als Beilage zum Grillen. 30 Gläser gehen pro Woche über die Theke und füllen so zusätzlich die Kassen des Lokals. Für weitere Einnahmen soll auch das Catering sorgen. Kurz vor 17 Uhr muss Robert die Platten ausliefern. Gleichzeitig treffen die ersten Gäste ein. Kann die Küchencrew die Bestellungen ohne die Hilfe des Chefs stemmen? Nein, ich vertraue meine Mädels da voll und ganz. Und das kriegen wir hier, also das schaffen wir. Hoffentlich wird Robert recht behalten. Um pünktlich zum großen Gästeansturm wieder da zu sein, muss er sich beeilen. Zum Glück ist die Lieferadresse des Caterings heute nur 4 Autominuten vom Angerichtet entfernt. Hallo Gabi, dein Essen ist da. Mein Essen ist da, so eine Riesenkiste. Jo. Gut, so. Freue ich mich. Schau her, Gabi, wir haben dir jetzt hergerichtet Wurstkäse, Mozzarella, Aufstriche, Hähnchen, Schnitzel, Kartoffelsalat. Ich glaube, das alles passt. Ja. Wunderbar, dann lass es schmecken. Und eine Teufelssoße ist auch dabei. Geh, schönen Abend noch, gell? Ciao. Wir schätzen es sehr, dass Sie durchgehalten haben in der Corona-Krise und dass Sie immer besser werden. Die beiden sind sehr nett und sie machen alles frisch. Er macht die Soßen selbst und es ist einfach alles selbst gemacht und das ist toll. Dieser gute Ruf lockt immer mehr Gäste ins Restaurant. Um 17.30 Uhr ist es schon gut gefüllt. Noch haben die Servicekräfte und Küchenhilfe Simone alles im Griff. Es kommen heute ziemlich viele Gäste. Da kann es in der Küche schon mal eng werden. Ich hoffe, dass der Robert jetzt dann wieder zurückkommt, weil die ersten Gäste sind schon da. Und wir hoffen, dass wir unser Tagesziel von 1.000 Euro erreichen. Und jetzt legen wir los. Jetzt muss jeder Handgriff sitzen. 9 Gesellschaften mit rund 60 Gästen haben heute reserviert. Und die Küche hat ordentlich zu tun. Höchste Zeit, dass der Chef zur Verstärkung kommt. So, Mädels, bin wieder da.
Gerade rechtzeitig, denn 6 Tische haben gleichzeitig bestellt. Ich arbeite jetzt mein Programm vom Kühlschrank runter und jetzt kommt gerade ein bisschen Stress auf. Okay, müssen wir weitermachen. Danke. Fertig, fertig, fertig. Angus, Filet. Eine Bestellung nach der nächsten arbeiten Robert und seine Küchendamen ab. Doch wie schmeckt es den Gästen? Ich habe jetzt ein Schlemmer Cordon Bleu mit Gorgonzola und das ist wirklich sau lecker, muss man sagen. Wir haben uns unwahrscheinlich gefreut, dass wir wieder einen Wirt da herinnen haben. Essen hat sich verbessert, um einiges verbessert. Auch wenn der Rosin den Teufelstoast jetzt nicht mag, aber immer nur mega der Teufelstoast. Ich komme eigentlich aus Nürnberg, da gibt es sowas nicht. Und dafür ist der Laden ja ein bisschen bekannt und ja, schmeckt mir sehr gut. Ja. 19.30 Uhr, das Restaurant ist voll und die ersten Gäste bestellen Nachtisch. Den Kaiser müssen wir dann auch noch machen. Den Kaiserschmarrn bereitet Robert immer noch nach Frank Rosins Rezept zu. Das Besondere, nach dem Ausbacken wird er karamellisiert und flambiert. Wir sind schon gewöhnt, dass jetzt ein bisschen stressiger wird, aber heute haben wieder alle Gäste gleichzeitig gekommen und das fordert die Küche, aber wir sind auf einem guten Weg, wenn man zusammenhilft. Trotz gestiegener Preise ist das Angerichtet heute gut besucht. Das teuerste Gericht auf der Karte kostet 16,80 Euro. Aber ist das Schweinefilet-Medaillon auf Edelpilzrahm seinen Preis wert? Spätzle sind super, das Fleisch ist super, kann man gut essen. Um ihre Kosten zu decken, wollen Alexandra und Robert heute 1.000 Euro Umsatz machen. Dabei helfen soll auch Roberts teuflische Soße. Einmal Teufelssoße to go, bitte. Jawohl, ich will schnell meine. Jo. Die Ketchup-Mayo-Soße zum Mitnehmen kommt gut an. Ich finde die Idee sehr gut, weil viele zu Hause ja sich schwer tun, sowas zu machen. Wir bauen dann unseren Teufelstoast selber, weil Toastbrot und Fleisch und dann diese gute Soße dazu, fertig. So, danke schön, schön, dass ihr da wart und ein schönes Wochenende wünschen wir. Danke. Endspurt im Angerichtet. Nach 3 turbulenten Stunden kann die Küche endlich aufatmen. Ist Robert mit dem heutigen Abend zufrieden? Ja, ich denke mal ganz gut. Die Essen haben pünktlich raus. Ich hoffe, die Gäste waren zufrieden. Ich habe selber nicht recht viel mitgekriegt in der Küche. Gewissheit bringt ein Blick auf die Tageseinnahmen. 1.000 Euro waren das Ziel. So, Mansi, wie schaut's aus? Ist ja ganz gut gelaufen heute. Ja, wir haben unser Ziel erreicht. Wie, super, ja, wunderbar. Ja. Wir sind zufrieden. Ja, so kann es weitergehen. Ja. Und die Platten kommen ja auch noch dazu. Genau, die Platten werden morgen bezahlt, weil die haben wir geliefert. Und wenn das Geschirr zurückkommt, dann werden die Platten bezahlt. Insgesamt haben die beiden heute also 1.095 Euro eingenommen. Ein großer Erfolg. Also wenn wir uns was wünschen könnten für die Zukunft, dass wir unsere Gäste glücklich machen und dass wir immer eine volle Bude haben. Ja, das ist auch mein Wunsch. Einfach die Gäste zufriedenstellen, denen ein bisschen ein Erlebnis, eine Auszeit bieten. Und wenn wir das schaffen, dann machen wir alles so richtig. Robert und Alexandra sind Wirte aus Leidenschaft und dank Frank Rosins Hilfe endlich auf dem richtigen Weg.